Wenn man im Internet mal schaut, scheint bei vielen Usern der Home-Button beim iPhone nicht mehr richtig zu funktionieren. Bevor man sein Gerät dann direkt bei Apple einschickt, gibt es einen kleinen Trick, wie man erstmal selbst versuchen kann, das Problem zu lösen. Bei den älteren iPhone-Modellen kam es wohl häufiger vor, dass der Home-Button nicht mehr richtig reagiert hat. Hier gibt es einen ganz einfachen Trick, um diesen zu kalibrieren. Man öffnet einfach eine App, die schon vorher auf dem iPhone installiert war, wie zum Beispiel die Aktien-App, und hält dann den Ein- und Ausschaltknopf so lange gedrückt, bis der Bildschirm mit dem Ausschaltregler erscheint. Dann hält man den Home-Button so lange gedrückt, bis sich die App schließt und man wieder auf den Home-Bildschirm gelangt. Dann ist der Home-Button kalibriert und müsste wieder ganz normal funktionieren. Bei solchen kleinen Schwierigkeiten hilft es meist, einfach mal das Internet zu befragen, denn dort gibt es kleine Tricks, mit denen man das Problem oft selbst lösen kann.